ein großes Unternehmen wie das unsrige. Haben Sie unsrige? Wie das unsrige, ja. Haare auf den Beinen. Niedlich. Schade. Selbst ein großes Unternehmen wie das unsrige Beleuchtungskörper dieser exquisiten Art nicht beliebig lange bereithalten kann. Vorzügliche Hochachtung und so weiter, das Übliche. Tragen Sie eigentlich immer diese Brille? Bitte? Nehmen Sie sie mal ab. Die Brille? Ja, für mich. Wenn Sie es wünschen? Das hat nicht jedermann. Was? Diesen Blick, dieses verloren Suchende, Begehrliche. Ohne Brille bin ich blind wie ein Mäuschen. Süß. Was, wer? Sie. Wie lange arbeiten wir schon zusammen? 1,5 Jahre, Frau Direktor. Mir kam es kürzer vor. Ja, mir auch. Wie heißen Sie? Knurrek. Ach, das weiß ich doch, Herr Knurrek. Eberhard. Eberhard Knurrek. Das wollte ich wissen. Eberhard. Ein hübscher Name. Setzen Sie sich mal zu mir. Ja, ich weiß nicht, ob sich das schickt, Frau Direktor. Sie sind etwas ganz Besonderes. Jung, hübsch, doch, ansehnlich und bescheiden. Und was ist das, dieser Duft? Krüllschnitt, lange Faser. Wie bitte? Orient, Krüll, lange Faser. Ich drehe mir gelegentlich selbst ein Zigarettchen. Überhaupt nicht. Ich liebe Männer mit kleinen Schwächen. Darauf wollen wir einen trinken. Alkohol? Niemals, Frau Direktor. Ich bekomme sofort einen Schwitz, einen wilden. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass das mit Ihrer Persönlichkeit zu einer berauschenden Einheit verschmilzt? Dieses, wie hieß es? Krüll, lange Faser. Ebi. Orient. Oh, der ganze berauschende Orient. Oh, Eberhard, das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Oh, das tut mir leid, mein Guter. Oh, besser jetzt. Besser jetzt. Ich sehe Sie ganz nah, Frau Direktor. Wir sind uns ja auch ganz nah. Nein, das kenne ich. Die Chefin verführt ihren Sekretär und morgen ist alles vergessen. Frau Direktor, sollten wissen, ich bin nicht so einer. Das hätte ich jetzt nicht tun sollen. Warum nicht? Das schwächt kolossal meine Stirnwandskraft, meine Widerstandskraft. Wie heißen Sie denn, Frau Direktor? Helene. Ich heiße Eberhard. Nein, das hat mir schon mein Papa im pubertierenden Alter gesagt. Die Frauen wollen immer nur das eine. Hinterher lassen sie uns sitzen. Du nimmst die Pille für mich. Gegen die Fahne? Ich muss ja heute noch Auto fahren. Nein, das lasse ich nicht zu. Du gefährdest dich. Du bleibst bei mir. Was machen Sie denn da? Diese Krawatte steht dir nicht. So musst du ins Büro kommen. Ganz Mann. Ja, aber hier bin ich ja nicht Mann, hier bin ich ja Sekretär. Frau Direktor. Nicht Frau Direktor Leni. Frau Direktor Leni. Frau Direktor Leni, ich habe schon mal von Ihnen geträumt. Was? Sag's mir schnell. Wie Sie ein Stenogramm diktieren und ich auf Ihrem Schoß sitze. Ich tue es jetzt einfach. Was würden Sie jetzt von mir denken? Dass ich den süßesten Sekretär der Welt habe. Halt! Bei mir gibt es kein Halt mehr. Warten Sie doch mal. Ich habe jetzt lange genug gewartet. Ja, aber ich gehe mal ran. Ja, tu das, hier bin ich. Telefon! Nein, die Lampe! Oh! Mats, Mann und Co., stoßfeste Beleuchtungskörper aller Art. Assisens, Herr Direktor, dein Mann, Frau Direktor. Es tut mir sehr leid, Herr Direktor Matzmann, aber die Frau ist im Augenblick nicht zugegen. Wann sie kommt? Später, kommt später, viel später. Warum? Darum nicht. Wir haben eine neue Kollektion bekommen.
Was für eine Kollektion, das ist so ein Lämpchen fürs Bettchen, Nachttischlämpchen, nicht? Die müssen ja heute noch geprüft werden. Wir machen noch einen Dauertest.